Здравствуйте, меня зовут Михаил. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, jetzt ist er da, hier in der wunderschönen Stadt Köln. Liebe Freunde und Gleichgesinnte, grüßt euch Gott. Mein Name ist Vyacheslav Seewald. Und zwar deutsch-russischer Patriot, sehe ich auch das, was bei uns auch in unserem Vaterland auch schon geschieht, dass all die auch den Patrioten, die auch dann sich für Deutschland einsetzen, für gute Beziehungen auch dann zu Russland, bei uns leider in der BRD jetzt auch dann verfolgt werden. Und auch darum haben sie uns ja auch heute eigentlich hier versammelt, dass heute wir hier eigentlich eine Gerichtsverhandlung von Jelena Kolbasnikova, das ist die Frau, die unter anderem auch die Kundgebung in Ramstein auch organisiert hatte und eigentlich eine Hilfe auch den Menschen in Donbass auch dann schickt, und zwar auch dann Unterstützung, humanitäre Hilfe. Und bei dieser Frau hat man eben jetzt, dass man ein Verfahren gemacht hat wegen der Paragraph 140, genauso auch wie mir. Ich war einer der Ersten, dem man ein Verfahren eröffnet hat. Vor ein paar Tagen war bei ihr eine Hausdurchsuchung. Die Polizei hat auch nach Waffen gesucht, irgendwelchen militärischen Ausrüstung, denn ihr wird vorgeworfen, müssen wir überlegen, ihr wird vorgeworfen anhand wegen einem Reuters-Artikel. Ja? Hat man bei ihr eine Hausdurchsuchung gemacht, wir bleiben standhaft in unserer Kraft. Und darum rufe ich euch, liebe Zuschauer da draußen, liebe Follower auch von diesem Mann, der es auch aufnimmt, vernetzt euch mit uns, macht gemeinsam mit, traut euch, habt endlich Eier mal auch dann aufzustehen für euer Vaterland. Wenn ihr im Internet sucht, sucht nach Vyacheslav Seewald und diesem Mann. Genau, und darum sage ich, Duruschpa, Minyasavut Michael, Duruschpa, Mia mit Russland. Und jetzt wir haben heute eine besondere Veranstaltung. Das geht um Meinungsfreiheit, das geht um Gerechtigkeit, das geht um Russophobie. Ich gebe das Wort kurz an unsere Lena, die möchte uns alle heute begrüßen. Ich freue mich, dass wir alle hier sind. Danke schön. Danke schön. Jeder, der hier gekommen ist. Liebe Freunde, glauben wir noch immer, dass wir in einem demokratischen Land leben, in einem Land, wo jeder Bürger eigene Meinung haben darf und diese Meinung öffentlich zu sagen, ohne Angst vor Verfolgung durch das Gesetz, durch verschiedene unehrliche und verlogene Medien, durch das soziale Netze und einfach von anderen die Meinung nicht akzeptieren. Verfolgt zu werden, weil man Russisch spricht oder weil man ein Russe ist. Liebe Regierung, ist das in Ordnung, wenn Arbeitgeber jemanden entlassen kann, weil man ein Russe ist oder Russisch spricht? Entlassen dafür, dass du Meinung und Meinung von tausenden Mitbürgern öffentlich äußerst. Für Frieden auf dem ganzen Welt sollte Jelena heute hier vor Gericht stehen? Nein, nein, das ist unrecht, liebe Freunde. Dieser Kampf ist wirklich nicht einfach für sie und schwer, aber sie weiß genau, wofür sie und wir alle kämpfen. Sie steht heute hier mit erhobenem Kopf und ist bereit, weiterzugehen, weiter für uns alle, für unser Land, für tausende Mitbürger in unserem Land. Liebe Elena, du bist heute und hier nicht alleine. Mit dir stehen Menschen, die dich unterstützen, diese Menschen bereit, mit dir weiterzugehen. Es gibt wirklich tausende von Menschen, die heute nicht gekommen sind, aber mit den Gedanken und mit Gedanken bei dir und mit dir. Stände normalerweise eine Unschuldige vor dem Gericht, unsere Elena. Es ist nur noch beschämend, was in unserem Vaterland passiert. Friedliche Bürger, die für Frieden und Freiheit demonstrieren, werden vor das Gericht gestellt. Man nimmt uns unsere Arbeit weg. Strafen werden verhängt und wer Pech hat, landet überhaupt hinter schwedischen Gardinen. Kriminelle, Politiker, die Steuern hinterziehen, Masken, die es begehen und uns unsere Freiheit rauben, bleiben ungestraft und am freien Fuß. Solch eine Demokratie wollen wir nicht. Ich bin in Deutschland geboren. Meine Eltern kommen aus dem ehemaligen Bürgerkriegsland. Was ich erlebe, wo ist das Deutschland hin, in das meine Eltern gekommen sind? Als Arbeiter, um zu arbeiten, um sich eine Existenz aufzubauen, um endlich
also glücklich zu leben. Und das war halt der Fall. Man hatte Ende der 70er Jahre gute Gehälter, gute Löhne. Das ist alles weg. Alles. Das gibt's heute nicht mehr. Wo ist mein Deutschland von damals, wenn ich heute gucke? Heute, seit einem Jahr, nehme ich an Demonstrationen teil. Ich gehe mit dem Grundgesetz. Und was passiert? Ich werde verfolgt. Ich werde nicht von Ukrainern verfolgt, Gottes Willen. Mich verfolgen Deutsche auf der Seite, die eine Israel-Fahne neben eine Regenbogenfahne mit einer Antifa-Fahne. So ist schon eine interessante Geburtstagsfeier, war was ganz anderes. Ein runden Geburtstag hier im Kampf für die Meinungsfreiheit, gegen die Russophobie und für die Demokratie, liebe Freunde. Vielen Dank. Ich habe gerade da drüben aufmerksam zugehört. Da hat eine Rednerin erklärt, sie kommen immer wieder, solange wir demonstrieren. Dann hat sie gesagt, wir werden nicht mehr lange demonstrieren, weil wir alle ins Gefängnis gehören. Das ist deren Bekenntnis zu den Grundrechten. Andersdenkende gehören ins Gefängnis. Das wurde drüben erklärt. Wir sagen hingegen, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Hier steht die Demokratie, hier steht die Menschlichkeit. Liebe Teilnehmer, wir stehen heute hier gemeinsam für Meinungsfreiheit. Wir stehen heute gegen Russophobie. Dort drüben stehen Leute, die Waffenlieferung in Kriegsgebiete wünschen. Da drüben stehen Leute, die Russenhass in Deutschland populär machen. Dort drüben stehen Leute, die unser deutsches Volk ein drittes Mal in einen Krieg gegen Russland stürzen wollen. Dort drüben stehen Leute, die aus der Geschichte nichts gelernt haben. In ihrer fast geistlosen Haltung dort drüben können diese Leute nur hetzen. Sie können es nicht ertragen, dass es andere Meinungen gibt. Sie können es nicht ertragen, dass die Russen vor über 30 Jahren hier friedlich abgezogen sind. Erstmal danke jeden Einzelnen, der sich hier mit Elena und Max solidarisiert, denn die Solidarität, die ist bitter notwendig. In einem Land, wo Andersdenkende früher aus ihren Betten gezerrt werden, wo morgen steht zum Beispiel in Leverkusen ein Punkt auf der Tagesordnung bei der Stadtratssitzung, da die FDP beantragt, dass russische Künstler ein Auftrittsverbot erhalten sollen. Pfui Teufel zu so einer Politik, pfui Teufel zu solchen Politikern und pfui Teufel zu dieser Justiz. Noch sind wir nicht viele, aber ich bin mir sicher, wir sind eigentlich viele. Nur trauen sich bisher die wenigsten wirklich auch auf die Straße zu gehen. Für die Meinungsfreiheit, für die Souveränität und für die Freiheit. Gegen den Narzissmus und gegen den Faschismus, der versucht wird, auch bei uns auch aufzubauen. In der Ukraine haben die es geschafft, aber bei uns nicht. Nein! Wir lassen das Ganze nicht zu. So, meine Liebe, zum Schluss möchte ich was zu unserer Hausdurchsuchung noch sagen. Die Kriminalpolizei, die bei uns war, hat unsere Waffe nicht entdeckt. Unsere Waffe, Chebureschka! Dieses Spielzeug in der Ukraine ist verboten. Und die sagen, das ist ganz schlimmes Spielzeug aus Sowjetischer Union. Aber unsere Chebureschka kommt mit uns heute. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Ja, meine lieben Zuschauer, das soll es gewesen sein von eurem Micha.